Hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play-Universum, zu The Banner Saga. In den letzten Episoden sind wir eigentlich mit unseren Riesen, die ja eigentlich nicht Riesen heißen, sondern eigentlich nur aussehen wie so etwas größere Menschen. Leider habe ich den Namen dieser Rasse gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Sorry dafür, aber meine Güte. Auf jeden Fall sind wir mit denen ein bisschen durchs Land gestreift und wir hatten einen kleinen Prinz im Schlepptau und, ja, was soll ich sagen? Dieser hätte fast ein bisschen Selbstsuizid begangen. Leider haben wir, glaube ich, ich bin echt ein bisschen raus, tut mir leid. Leider haben wir, glaube ich, einen Mitstreiter verloren. So, und dann sind wir hinübergeschwappt zur anderen Seite der Karte zu einem kleinen Pärchen, bestehend aus einem normalen Menschen, aus zwei normalen Menschen, einem Mann und einer Frau. So, und jetzt geht's weiter. Da heiße ich noch einmal euch herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Ab nach Skogr. 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 Lalala. Hab ich schon mal irgendjemanden gesagt? I never expected to see the dredge with my own eyes. What happened in the north? Already we see more between the trees as we approach our home, and Alette grips my hand tight. We must find Ivar. Ich finde diesen Grafikstil finde ich genial geil. Ich finde den super, ich finde den herrlich. Oh oh. Also ich habe im Vordergrund etwas gesehen, das mir nicht gefiel. So, also, wir sind Rook und die Frau. Ivar! Der riesige Varel, die Wahl zu fahren, das ist okay. Der riesige Varel überragt die Männer auf dem Übungsgelände. Er blinzelt, als du dich näherst. Schon wieder da, Jagdmeister. Ich hatte dich morgen erwartet. Wüter, überall. Das kam jetzt von Alette, natürlich. Was denn auch sonst? Wüter? Wie sind die durch Grauhorn gekommen? Sie müssen durch das vorgebrochen sein. Die Kämpfer in der Nähe haben ihre Übungen unterbrochen. Sie sammeln sich um euch. Verdammt! Sie werden bald hier sein. Jeden Moment! Ihr hört Schreie. Leute aus der Umgebung rennen auf die große Halle zu. Ivar wendet sich an einen der Älteren aus seiner Kämpfergruppe. Egil! Bringt Alette in die große Halle und sagt dem Oberhaupt, was passiert. Die anderen sammeln so viele Leute, wie sie können. Komm, Alette. Nein, halt, ich will helfen. Ja, eigentlich war sie ja von Vorteil, ne, letzte Mal. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich sie verliere. Aber weißt du was, komm. Lass sie kämpfen, Ivar. Warum lassen wir nicht ein paar Ziegen mitkämpfen? Das bedeutet tote Kinder. Ich lasse nicht zu, dass ihr etwas geschieht. Ach, sie müssen früher oder später doch damit fertig werden, Ivar. Was jetzt? Mist! Egil, behalt den Schild oben. Wir halten sie einfach zurück, bis alle drin sind. Dann überlegen wir neu. Weitere Schreie aus Häusern auf einem nahen Hügel ziehen deine Aufmerksamkeit auf sich. Sorry. Da sind sie. Ich zähle 5. Kann ich jetzt... ich kann ins Haus. Kann ich sonst noch irgendwo? Da? Nein? Nix? Haus. Durchschnittlich ist die Moral von meinen Truppen, das ist auch kein Wunder,
Versorgung für Tage 17, Ansehen 13. Optionen brauche ich gerade nicht. 5 Tage sind vergangen. Ja, was bleibt uns anderes übrig als da ins Haus, ne? Wollen wir mal. Und schon sammeln sich zahlreiche Wüter. Die Angst droht, zur Panik zu werden. Wie lange müssen wir das durchhalten? Fragst du Ivar. Der schüttelt den Kopf. Er weiß es auch nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, shit. Ja, toll. Wir sammeln zahlreiche Leute hinter mir. Zahlreiche Leute! Ich kämpfe mit 4 Pimmeln hier rum, ey. Das gibt's doch nicht. Ach, geh, was ist das hier für ein Seil, ey? Sollte sich jemand aufhängen oder was? Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Ja, Trupp weiß ich. Ich will wissen, was das hier ist. Was? Ah. Alets Armband. Wie? Ach, Leute. Liebevoll von einer Jägerfrau gefertigt, um ihre Tochter vor Schaden zu bewahren. +1 Rüstung, +1 Stärke, +1... Natürlich gebe ich das dann der Alette. Weißt du, wem soll ich denn sonst Gehirn im Eiver, denn der würde so einen Scheiß doch nicht tragen, ey. Egil. Hört sich an wie Egel. Mann. Macht mich wieder rasend, sowas, weißt du? Mann, 20.000 Leute. 6 an der Zahl. Entschuldigung. Zahlreiche, ey, zahlreiche Wüter, sagen die. Es sind 4. What the hell? So, dich will ich hier haben. Die Frau will ich da hinten haben. Den Typen vor der Frau, den Typen neben den Typen. So, wir sind bereit. Wieso fängt jetzt der Kleine an? Ah, nee. Lass mich mit ihm fertig werden. Na toll, was soll ich in der Zeit machen? Däumchen drehen oder was? Spinnst du? Ach du. Der dicke Fette, der kommt an, ey. So, ich halte mich noch weiter zurück. Mit dem Fräulein. Sehr viel weiter zurück? Nee, auch nicht wirklich. So, und Angriff. Ja, super, so ein Shit. Geht ja gar nicht. Nee, nee, nee. Einfädeln. Kann ich auch nicht. Kann ich noch was? Zug beenden. Toll! So ein Mist. Naja, egal. Hätte ich mich doch mal anders hinstellen müssen mit der Frau. Aber was soll's. So, da gehe ich mal hin. Ja. Rambok. Was bitte ist ein Rambok? Das Ziel wird mehrere Felder weit zurückgestoßen und erleidet Rüstungsschaden. Stufe 1 wird bis zu 4 Felder und der da. Ah, okay. Plus 1 Punkt. Oh, nee, da würde ich ja meinen auch noch treffen. Nee, das ist doof. Das ist doof. Das machen wir nicht. Wir machen just einen Angriff. Ah, von hinten, du altes Dreckschwein, du. Von hinten, du alte Sau. Ist es denn? So, Egil, pass auf deinen, was? Steinmauer. Stärke und Rüstungsschaden werden eine Runde lang blockiert. Stufe 1, 3 Schadenspunkte pro Schlag werden blockiert. Eine Runde. Ne, das machen wir jetzt nicht. Dann machen wir einen Angriff. Auf den Fregel hier. So, zack. Gib ihm. Jawohl. Ach, der kann doch nicht laufen hier mal. Der kann nix, kann der. So, ich stelle mich jetzt mal hinter dem hier. Oder neben den Typen. Beutemarkierung. Was war das nochmal? Bewirkt Rüstungsschaden. Alle Verbündeten in Reichweite greifen automatisch das markierte Ziel an. Okay, gut. Machen wir das mal. Ja, perfekt, wa? Oh, ist er schon da? Oh. Oh, der macht meine Rüstung kaputt, die Sau. Habe ich den jetzt eingefädelt? Was? Hussa!
So, den lassen wir noch. So, wir lüppen mal dahin. Wir machen ganz normal einen Angriff auf den Fregel. Obwohl, der hat nur noch 6. Nein! Ach, shit! Wie macht man das denn nochmal zurück? Verdammt nochmal. So. Ja, den machen wir jetzt kaputt. So, Junge! Tschüss! Ach, der kommt immer noch nicht zu uns. So, ich löpp mal dahin. Ich greife den normal an, aber seine Rüstung. Noch hat der mir zu viel. Oh. Alter Schwede, ey. Alter Schwede! Der haut aber richtig fett rein. So. Angriff auf Dette, auf... Ja, ist ja dann wohl so, ne? Sag mal, geht es? So, gehen wir mal hier hin. So, den machen wir mal kaputt. So, der kann mich dann nämlich jetzt nicht angreifen. Hihi. So, einen kleinen Rambock gegen die Frau und die Steinmauer errichten. Oh, die alte Saudi, ey. Hat mich weggeschubst. Ist nicht wahr. So, haben wir den jetzt überhaupt schon mal irgendwie Schaden zugefügt? Ich glaube nicht. Beutemarkierung bringt, glaube ich, gerade überhaupt nichts. Wir müssen sowieso erstmal wirklich die Rüstung da von dem zermatschen. Der greift die Frau an. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, der greift die Frau an. So, jetzt die Frau dran. Der ist hin? Shit! Ah! Hab ich nicht aufgepasst, wa? Scheiße! So, geh mal darüber. Was? So, Moment nochmal. Was ist das? Bewegen brauchen wir nicht. Rambock. Was war der Rambock? Ja, schieben wir den mal zurück. Nimm vor. So, du alte Tricksau. Ja, wie der da liegt, ne? Das ist schlimm. Sieht echt schlimm aus. So, Angriff auf das kleine Beutetierchen hier. Zack, boom. Rüstung ist gleich kaputt. Jetzt kommt der Dicke wieder. Oh. Der greift den Egil an. Den alten. Den Ollen von der Kamellen hier. Einfädeln. Was war das nochmal? Zwischen Schützen und Ziel werden getroffen. Das ist, okay. Ja, das war jetzt blöd. Alle Einheiten zwischen Schützen und Ziel werden getroffen. Aber der auch, oder was? Ja, ich hoffe jetzt nicht, oder? Ja, doch, scheiße, der wird auch getroffen. Mann! Ist doch blöd! So, den hauen wir direkt mal fett kaputt hier. So, fehlt nicht mehr viel. Ja, komm! Aua, meine Rüstung kaputt. Manu. So, der Dicke. Was macht der Dicke? Der Eiver. Was macht der Eiver? Macht der nochmal den Rambock? Nee, komm, weißt du was? Wir hauen ihn jetzt kaputt hier. Wir hauen ihn platt. Weil ich schau. So. Aua, der hat mir 3 weggenommen, ey. So ein Scheiß, Mann. So, was hat der denn nochmal für... Nee, Steinmauer hat er. Angriff auf Dette. Hier, Rüstung. Kaputt machen. So. Jetzt hat der noch 4. Nee, wir müssen aber weiter die Rüstung. Wir müssen die Rüstung. Wir müssen uns kaputt machen. Noch mehr. So, ich habe 6. Der hat 7. Die hat alles. Die hat alles voll. Der ist tot. Nee, er ist tot nicht. Ich hoffe nicht, dass er tot ist. So, einmal müssen wir noch die Rüstung da bearbeiten. Oder vielleicht noch 2-mal.
Oh, der hat nur noch drei. Oh, der hat nur noch drei. Eieieiei. Ah, der Dings ist nochmal dran vorher. Die macht 11 Schaden jetzt. Willst du mich verarschen? Wieso kann die auf einmal 11 Schaden machen? Egal, tot. Die ganze Zeit. Sieg! Die Feinde liegen tot zu deinen Füßen. Yeah! Besiege einen Feind mit einem Adlerauge. Yeah! Besiege einen Feind mit einem Kraftprotz. Yeah! Und Beförderung, Alvar. Der ist bereit für eine Beförderung. Und verletzt. Rook wurde im Kampf verletzt. Ansehen plus 6. Läuft. Schwierigkeit. Kämpfe können gnadenlos sein. Zögere nicht, die Schwierigkeit eines Kampfes zu ändern, wenn er entweder nicht zu schaffen ist oder du eine größere Herausforderung brauchst. Ändere den Schwierigkeitsgrad im Optionenmenü. Bla bla bla. Ja, ist okay. Brauchen wir nicht. Ich spiele das auf normal weiter und gut ist. An der Waldgrenze formiert sich eine schwarze Horde. Genug davon, sagt Ivar mit einem Blick über die Schulter. Wir gehen zurück. Rook, ich überprüfe ein letztes Mal die Häuser hier. Sieh du nach, ob noch wer zu finden ist. Aufpassen, oder? Vorschlagen, sofort zurückzugehen. Nee, komm, aufpassen. Als du dich umwendest, taucht neben einem Haus ein Koloss auf. Still überragt er Alett. Das Gesicht eine ausdruckslose Maske aus Stein. Furchteinflößender als jeder Kampfschrei. Die Zeit scheint sich zu verlangsamen, als er mit der riesigen Keule ausholt. Oh, was machen wir jetzt? Nach Alett rufen. Alett! Pass up! Oder auf den Wüter schießen. Hä? Wer? Mit gezogener Axt auf ihn losgehen. Oh, ich bin wahrscheinlich zu weit weg und wenn ich auf ihn losgehe, ist eh vorbei. Schießen, womit soll ich schießen? Ich rufe. Du schreist Alets Namen. Verwirrt reagiert sie zwar, springt aber nicht aus der Gefahrenzone, wie du gehofft hattest. Na toll. Plötzlich ist Egil zwischen den beiden, seinen Schild über sich. Die schwarze Steinkeule geht nieder. Meine Güte, was ist denn los? Der Schild zerbirst und der Junge darunter kriegt die Keule ab. Einen Augenblick später ist Alvar dort und stößt dem Wüter das Schwert durch den Hals. Er ist tot, sagt Alvar über den zerschmetterten Schädel des Jungen hinweg. Alett schnappt nach Luft und schlägt die Hände vor den Mund. Ich überprüfe die anderen Häuser, meint Alvar. Sieh nach, ob du jemanden findest. Dann treffen wir uns bei der großen Halle. Toll, jetzt bin ich auch noch schuld, dass der Egil da kaputt ist. So ein Shit, Mann. Ach, das ist doch kacke. An Heroes. Captain Heroes, Verletzungen. Ja, ich weiß, einer ist verletzt. So. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem, der verletzt ist? Ach, den kann ich hier schon befördern. Den, weißt du, hier den dicken kann ich befördern. So, was? Schwer. Ja, komm, warum denn nicht? Nehmen wir das mal hier, das brauchen wir ganz dringend. Was ist... Anstrengung. Männer an Willenskraft. Das ist gut. Ja, das habe ich letztes Mal irgendwie nicht gesehen, wie auch immer. Stärke, Rüstung, Fähigkeit. Okay. Anstrengung. Menge an Willenskraft, die du bei beliebigen Aktionen einsetzen kannst. Okay, da der eh nicht so viel hat, macht das ja nicht so viel Sinn. Was ist das Gelbe? Willenskraft. Erforderlich, um weiter zu gelangen, härter zuzuschlagen oder Fähigkeit. Ja, dann nehmen wir das nochmal dazu. So. Bestätigen. Ja, was mache ich denn jetzt mit
dem Tüfte Verletzung. Tja. Irgendwie kann ich da nichts Großartiges machen, ne? Ja, das gehört doch der Alette da. Mensch. Ja, da. Okay, ja, gut, zurück. Jetzt habe ich den Typen eigentlich nur befördert, nicht? Ne, wo? So. Scheiße, Egil ist tot. Ist doch kacke. Hast du jemanden gefunden? Ein paar. Ich habe sie reingeschickt. Götter, das ist übel. Wegen Gil? Es war meine Schuld. Er war ein guter Kämpfer für sein Alter. Keine Familie. Ich dachte, ich hatte vergessen, wie es ist, gegen Wüter zu kämpfen. Ich bin aus der Übung, Rook. Hör zu. Solange wir uns kennen, hast du es immer vermieden, über Wüter zu sprechen. Jetzt wäre es aber die höchste Zeit dazu. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie selten rasten. Je eher wir aufbrechen, desto besser. Sie folgen uns, bis wir über müde Frauen und Kinder stolpern. Dann greifen sie an. Und sie werden immer noch mehr werden. Auch wenn wir schon tot sind und sie über unsere Leichen trampeln. Sie sind unerschöpflich viele. Wie hat denn dann irgendwer die großen Kriege überlebt? Frag die Magier. Ich war nicht dabei. Aber ich weiß, dass du tapfer gekämpft hast. Ja. Ich habe für meinen Lebtag genug Schlacken getötet. Darum rettest du uns jetzt. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Komm, gehen wir rein. Oh Mann, das Hinsetzen. Ah, verdammt. So, Great Hall, Heroes, Market. Kurz nochmal in den Markt gehen, wenn da auch schon alles belagert wird. Ja, scheißegal. Ich muss das alles mit Ansehen bezahlen. Was ist denn das für ein Shit? So, Ach, die haben nur... Was? Ach, das sind Vorräte. Ja, ich nehme mal 6 mit. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich da unterwegs bin. Unterwegs. So, dann haben wir den Kriegereid. So, plus 1 Willenskraft. Plus 2 Rüstungsschaden. Plus 2 Stärke. Plus 1 Bewegung. Plus 10% Ausweich bei Stärkeangriffen. Und 2 Rüstungspunkte pro Runde. Ich würde ja die gern mitnehmen. Dat oder dat? Na komm, nehmen wir dat mit. Ich könnte mir das noch leisten, rein theoretisch, aber nein. Komm, lassen wir das dabei. Ach komm, nehmen wir nochmal einmal Vorräte mit. So. Up in the Great Hall. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Leuten das anzuziehen. Ah! Ich bin gewohnt, dass ich eigentlich zum Schmied gehe und dass ich dann direkt anziehen kann. So ein Mist. Egal. Rook, den Göttern sei Dank, dass du es geschafft hast. In der großen Halle voller panischer Familien herrscht Radau. Wir können noch nicht aufatmen. Habe ich auch nicht. Was zum Abgrund ist denn los? Sind Wüter unterwegs und plündern Häuser? Die Frau des Oberhaupts sieht dich und schiebt sich durch die Menge. Oh, wow. Sie müssen doch wissen, dass wir hier sind. Warum greifen Sie nicht an? Weiß ich nicht. Das kann sich ja noch ändern. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Aber sagt mir, was würdet ihr beiden an meiner Stelle tun? Ich wäre schon weg. Super, die stehen schon vor den Türen. So einfach ist das nicht. Rook? Oh Gott. Ich vertraue Aiwa, das ist keine Entscheidung, die ich treffen möchte. Ich glaube, wir können ausharren. Ich vertraue dem, verdammt. Das Oberhaupt seufzt tief auf und lässt die Schultern hängen. Der Mann wirkt um Jahre gealtert. Ich dachte, wir kämpfen und retten die Stadt. Aber
Ach, Unsinn. Alva hat natürlich recht. Wir können nicht einfach warten, bis wir gemetzelt werden. Na, wo gehen wir hin, wenn die Wüte aus dem Norden kommen? Frostweller im Westen. Das ist nah und befestigt. Ich beabsichtige, Skorgr auf einen Schlag zu verlassen und alle mitzunehmen. Das würde ich nicht tun. Wenn sie uns verfolgen, sind wir erledigt. Was schlägst du vor? Ich sorge für eine Ablenkung und ihr geht. Ich hole euch dann auf der Straße nach Frostweller ein. Oh Gott, das klingt selbstmörderisch, Alva. Machen wir es so, wie das Oberhaupt sagt. Alva hat recht, ich helfe ihm bei der Ablenkung. Was, wenn wir Skorgre hinter uns anzünden? Hä? Lassen wir das Lagerhaus gefüllt zurück? Ja, mal ganz ehrlich, das Lagerhaus ist doch scheißegal. Obwohl, wir brauchen Vorräte. Oh Mann! Also hinter euch anzünden? Ja, Mann, ey! Ich würde dir mal gern helfen, aber... wir brauchen... Wenn wir müssen, wir lassen alles zurück außer den Vorräten, die du mitgebracht hast, Rook. Andererseits ist Frostweller mindestens eine Woche weit weg. Ich weiß nicht, ob wir so viel Nahrung haben. Knapp wird es auf jeden Fall. Wenn wir mit schweren Wagen unterwegs sind, können wir die Wüter nicht abhängen. Und wenn wir nichts mehr zu essen haben, ehe wir Frostweller erreichen, ist es egal, wie viele entkommen. Ich sage immer noch, überlasst die Wüter mir. Alva weiß, wovon er spricht. Ich gehe mit ihm. Verschwinden wir. Alva weiß üblicherweise, wovon er spricht. Ich gehe mit ihm. Das Oberhaupt überlegt einen Moment. Ich habe nicht um Rat gefragt, um ihn zu ignorieren. Versprecht, dass ihr euer Leben nicht einfach wegwerft. Das habe ich nicht vor. Alva? Nein. Dann gehe ich mit dir. Das überrascht dich. Das Oberhaupt streicht sich übers Kinn, diskutiert aber nicht. Angesichts der Ausbildung, die sie Alette gegeben hat, zweifelst du nicht daran, dass sie mit einem Bogen umgehen kann. Gut, ich gebe den Einwohnern Bescheid. Leg los, Alva. Wir gehen. Wenn ihr soweit seid. Alet kommt zu dir, bevor du sie gesucht hast. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr müsst mich mitnehmen. Lasst mich nicht hier, bitte. Ich bin auch brav. Gut, Alet, aber versprich mir, dass du hörst. Ich verspreche es, sagt sie. Bald stößt Alva zu euch. Gehen wir. Denkt dran, wir wollen nicht gegen sie kämpfen. Wir wollen nur ihre Aufmerksamkeit erregen. Ihr betretet den Marktplatz der Stadt, der schon voller Wüter ist. Alva schlägt auf seinen Schild ein und brüllt Beleidigungen. Töten wir ein paar, ruft er. Der Rest kommt uns nach. Du stellst dich für einen harten Kampf. Ja, das... Ach so, minus ein Stärkepunkt im Kampf. Ruhe dich im Lager aus, um dich zu kurieren. Ha, wie denn? Stärke plus 3. Nee, ich glaube, das gebe ich ihm hier. Ich geb das dem Tüfte. Hier, komm, nimm. Willst du das nicht? Wem kann ich denn das geben? Ach, das geht erst ab 3. Nein, ab Level 3 geht das. Das habe ich gar nicht gesehen. Shit, Mann! Das ist doch wieder so zum Ausrasten. Egal. So.
Liebes Let's Play Universum, an dieser Stelle einen Cut, denn ihr wisst, mein Ziel ist es immer so, um die eigentlich 20, 25 Minuten zu kommen. Jetzt bin ich schon ein wenig drüber, ich hoffe, ihr verzeiht, aber der Kampf um das Überleben der ganzen Bevölkerung von Skogr werden wir in der nächsten Episode erfahren. Ob wir überleben, ob die Bevölkerung überlebt, ob überhaupt jemand irgendwas überlebt. Vielleicht werden wir alle sterben, ich hab keine Ahnung. Gut, liebes Let's Play Universum, ich hoffe euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt The Banner Saga. Bis dahin, gehabt euch wohl, schönen Tag, macht keinen Quatsch und nicht vergessen, I came to play.